Das Infusionslabor? Evakuiert. Die Rekruten? Ich habe den Befehl selbst gegeben. Was haben Sie ihnen gesagt? Dass sie laufen sollen. Mehr müssen Sie nicht wissen, bis wir in Seattle sind. Stimmt. Was ist mit dem Terroristen? Er ist in der Stadt. Mehr wissen wir nicht. Nicht einmal, ob wir das Ziel sind. Das ist relativ egal, wenn er wirklich einen Nanit-Detonator hat. Die Sicherheitsbots haben das Ziel erfasst. Oh Gott! Zum Helipad. Los, Bewegung! Verzweifelt sind unsere Feinde auch nicht. Vielleicht haben wir einen neuen Feind. Was, wenn Sie schon von der Einrichtung in Seattle wissen? Wir haben andere Optionen. Wir sind auf einen Krieg nicht vorbereitet. Wir werden die Regeln ein wenig ändern. Das hier ist unser Krieg, nicht der Ihre. Wir brauchen weder Städte noch Armeen. Wir haben menschliche Zellen, unsichtbare Waffen für einen unsichtbaren Krieg.
Willkommen, Alex. Wie ich sehe, bist du wach? Ich muss mich nur vom Flug erholen. Was ist passiert? Die Wachen haben mich praktisch aufs Dach gezerrt. Zuerst will ich mich vorstellen. Leila Nassif, Direktorin der Tarsus Akademie hier in Seattle. Ich wurde nach Seattle gebracht? Aber was ist mit Billy? Ist sie auch hier? Alex, ich fürchte, in Chicago ist etwas passiert. Ein Terroranschlag. Wir haben Billy und dich gerade noch rechtzeitig evakuiert. Von einem Anschlag hat mir niemand was gesagt. Wie schlimm ist es? Ich habe Freunde in Chicago. Das willst du alles gar nicht wissen. Vertrau mir. Warum kommst du nicht nach unten und lernst die anderen Rekruten kennen? Du hast ja schon eine Karte der Einrichtung gefunden. Billy Adams kennst du schon aus Chicago. Schau auf dem Weg nach unten bei ihr vorbei. Apartment 454. Was war das für ein Geräusch? Nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Du weißt, was du zu tun hast, Alex. Suchst du mich? Ha? Suchst du Leo Jankowski? Ich bin wahrscheinlich gerade im Aufenthaltsbereich und trainiere. Oder schon in einem Flieger zur Hort RCP, Spezialsicherheitseinheit. Und du bist grün vor Neid. Achtung! Chicago wurde angegriffen. Wir haben eben die ersten Meldungen erhalten. Weitere Einzelheiten liegen derzeit nicht vor. Aus dem Weg. Oberflächenanalyse. Zu neu. Oh Gott. Was ist passiert? Mike und ich, wir arbeiten hier seit Jahren. Normalerweise kommt niemand an den Geschützen vorbei. Wissen Sie, was hier los ist? Dr. Nassif tut so, als wäre alles in Ordnung. Ich bin sicher, dass die SSC jemanden schickt. Die müssen jede Minute hier sein. Ja, wer ist da? Ich bin's, Alex. Endlich. Wurde auch Zeit, dass du aufwachst.
Komm rein, wir müssen reden. Über das, was hier vor sich geht. Ich nehme an, du hast die Störung gehört. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Dr. Nassif meint, ich soll dieses Geräusch einfach ignorieren. Für mich klang das aber nach einer Explosion und im Gang lag ein Toter. Ich wollte von Dr. Nassif ein paar Antworten, aber sie hat mir nur den Code für den Aufzug gegeben. 28901, falls es dich interessiert. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind hier nicht sicher. So viel ist klar. Wir kennen hier niemanden. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Danke. Ich schätze, ich sollte mit unserer Gastgeberin reden. Sehr viel mehr kann ich nicht tun. Vielleicht kann sie mir ja ein paar Fragen beantworten. Kommst du mit? Nein, noch nicht. Ich muss noch was erledigen. Was ist hier los? Ich habe gesehen, wie einer ihrer Männer getötet wurde. Die SSC macht das schon. Ich kann nur sagen, dass wir die Situation bald unter Kontrolle haben werden. Was soll dieser Kein-Kommentar-Quatsch? Ich habe einen Mann sterben sehen. Geh weiter. Ich weiß, dass du deine Befehle hast und ich habe meine. Und jetzt lass mich meinen Job machen. Ich bin genauso gut ausgebildet wie Sie, wenn nicht sogar besser. Warum lassen Sie mich nicht helfen? Warum hältst du nicht einfach deine Klappe und stehst der SSC nicht im Weg rum? Ich weiß, was du jetzt denkst. Keine Sorge. Das wird kein zweites Chicago. Die Einrichtung wird angegriffen. Von wem? Von niemandem. Nur ein unbedeutender Zwischenfall. Hör zu. Wir wollen, dass die Rekruten im Aufenthaltsbereich bleiben. Hier bist du sicher. Doktor! Doktor! Wir haben einen Code Gelb! Oh, hallo Stan, sind Sie sicher? Einer der Wachmänner ist tot. Ich komme sofort. Du stellst dich besser den anderen vor. Clara ist gleich hier den Gang entlang und Leo dreht gerade auf der Bahn seine Runden. Was ist hier los? Ich habe ein Recht zu erfahren, ob ich in Gefahr bin. Im Aufenthaltsbereich bist du sicher. Geh, Alex. Ich habe nicht die Zeit, mit jedem einzelnen Rekruten zu reden. Hallo, du musst Alex sein. Ich bin Clara Sparks.
Hi, was ist hier los? Die Einrichtung scheint angegriffen zu werden. Vermutlich wird wieder was abgerissen. Upper Seattle ist ständig am Wachsen, weißt du? Wir hören das ständig. Hey, du bist sicher völlig am Ende, oder? Ich meine, Chicago, die ganze Stadt. Kam deine Familie von da? Meine Pflegeeltern. Deine Eltern? Schrecklich. Das tut mir leid. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Die Rekruten aus Chicago sind also auf freiem Fuß. Leo Jankowski steht vor dir. Du wirst jetzt hier ausgebildet, also kannst du mich wohl Leo nennen. Alex, ich habe gerade mit Dr. Nassif geredet. Weißt du irgendetwas von einem Notfall der Stufe Gelb? Ein Wachmann wurde getötet. Ich würde bei einem Notfall niemals kneifen. Hast du in Chicago nie den Namen Leo Jankowski gehört? Ah, Jankowski. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Lass dich nicht von meinen Bewertungen einschüchtern. Ich lege Wert darauf, jedes Teammitglied als gleichwertig zu betrachten. Danke. Tut mir leid wegen Chicago. Ich glaube, jeder hier wird verstehen, wenn du es die ersten paar Tage ruhig angehen lässt. Vielen Dank. Hör mal im Ernst, du hast die Explosionen nicht gehört? Ich habe bei den Apartments gesehen, wie ein Wachmann getötet wurde. War wahrscheinlich inszeniert, als Test für die Neuen. Sie haben die Übungen wegen meiner Leistung umgeschrieben. Wenn es wirklich Ärger gibt, informieren die mich sofort. Die Wache war tot, ich bin ganz sicher. Schau lieber nochmal nach. Mit mir haben die dasselbe Spiel gespielt. Ich habe eine perfekte Wertung gekriegt, weil ich ruhig geblieben bin. Du bist nur wegen der Action hier, was? Und du? Wegen des Geldes? Meine Pflegeeltern haben mich auf die Tarsus-Schule geschickt. Ich habe nie wirklich drüber nachgedacht. Eine Waise. Für ein Waisenkind wurdest du ziemlich verwöhnt. Warum bist du nicht Bankier oder sowas geworden? Ich bin in Old Chicago aufgewachsen, nicht in einer gemütlichen Enklave. Meine Eltern haben mir klargemacht, dass ich es ganz allein schaffen muss. Als ich für das Agentenprogramm ausgewählt wurde, dachte ich mir, warum nicht? Warum nicht? Was denkst du, was du mit so einer Einstellung für einen Job bekommst? Einen riskanten. Mit hohem Gehalt. Lass mich in Ruhe. Keine Übung. Die Einrichtung wird angegriffen. Alex, bitte hol das Medkit und die Multitools aus deinem Spind neben dem Basketballplatz. Reine Vorsichtsmaßnahme. Ich sende gerade die Softkey-ID an deinen Datenkern. Sobald ich mehr weiß, sage ich Bescheid. Holen Sie Ihre Ausrüstung, ich passe auf. Die Terroristen scheinen zum Orden zu gehören. Religiöse Fanatiker. Was sie genau bezwecken, ist unklar. Alle Rekruten verlassen umgehend die Einrichtung. Nimm den Aufzug in meinem Büro.
Es gibt Ärger. Ein Ordensmann kommt auf uns zu. Hören Sie, ich habe keinen Grund, einen Rekruten in eine Schießerei zu verwickeln. Warum hauen Sie nicht ab, bevor es losgeht? Weil ich dann ein perfektes Ziel wäre. Nicht, wenn Sie aufpassen. Bleiben Sie einfach im Schatten und ziehen Sie den Kopf ein. Dann passiert Ihnen nichts. Okay, ich verschwinde hier. Viel Glück! Ich lenke ihn ab, solange ich kann. Dein Chaos muss... Glückstreffer! Ende der Glückssträhne, Mann! Scheiße! Mann! Tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Irri, was machst du? Wir haben Befehl, die Anlage durch Nassifs Büro zu verlassen. Vergiss es. Woher willst du wissen, dass sie uns nicht kalt stellen nach all dem Ärger in ihren Einrichtungen? Schnapp dir, was du kriegen kannst. Installiere deine Modifikationen. Das ist uns Tarsus schuldig. Ich hab meine schon. Sie sind den Ärger wert. Wie? Die Anlage wird geschlossen und evakuiert. Geh in dein Apartment zurück. Durch den Durchbruch, den der Orden im Wohnbereich hinterlassen hat, kommst du in das Modifikationslabor. Warte. Weißt du, was hier los ist? Der Orden hat mir in Chicago erklärt, wie ich Tarsus' Machenschaften aufdecken kann. Wir sind keine Rekruten, sondern Testsubjekte. Sie haben uns die ganze Zeit nur benutzt. Was spricht also dagegen, ihre Befehle zu missachten? Aber was haben die Ordensleute damit zu tun? Seit wann arbeiten sie als Privatdetektive? Ich brauche mehr Informationen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Die Mitglieder des Ordens glauben an das natürliche Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht, das Tarsus ihrer Meinung nach stört. Niemand kann ein ausgeglichenes Leben führen, wenn er von einem Geheimlabor manipuliert wird. Reiße Tarsus die Maske vom Gesicht. Untersuche die Einrichtung. Fang in deinem Apartment an. Wenn du in der Halle Ärger vermeiden möchtest, solltest du durch den Lüftungsschacht kriechen. Er verbindet Claras und Leos Apartments. Der Eingang in den Schacht ist im Apartment links von dir. Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Sie
von der Tyrannei von Tarsus zu befreien und ihnen die Augen zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Leute sterben sehen würde. Da unten ist ein Suchender. Ich schätze, ich muss ihn ausschalten. Klingt nach einem guten Plan. Gibst du mir Deckung, wenn ich ihn angreife? Ich meine, ich schaff's auch allein, aber in der Ausbildung hatten wir immer Verstärkung. Hier ist der Orden. Wir haben die Kontrolle über diese Einrichtung übernommen. Wir müssen kein Blutbad anrichten. Schleichen wir uns einfach vorbei. Ich war im Schleichen nie richtig gut. Mach du das ruhig, ich versuche dir nicht im Weg zu stehen. Irgendwelche Tipps? Du kennst doch den Grundriss sicher auswendig. Ich würde außen rumgehen. Durch einen Lüftungsschacht kriechen oder so. Sicherheitssystem umprogrammiert. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Wir sind hier, um sie von der Tyrannei von Tarsus zu befreien und ihnen die Augen zu öffnen. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Wir sind hier, um sie von der Tyrannei von Tarsus zu befreien und ihnen die Augen zu öffnen. Ihr werdet bald alle zu einem Einzelgespräch gebeten, um anhand eurer Interessen eine Stellung innerhalb des Unternehmens zu finden. Bitte denkt daran, wie wichtig die Sicherheit geworden ist. Wir müssen uns sicher sein, dass es die richtige Entscheidung ist, euch jetzt in diesen Positionen einzusetzen. Hier ist der Orden. Wir haben die Kontrolle über diese Einrichtung übernommen. Das Gebäude. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Aber jetzt ist wieder. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Was ist das? Oberflächenanalyse 9. Mein Besucher hat sich wohl aus dem Staub gemacht. Wir sind hier, um sie von der Tyrannei von Tarsus zu befreien und ihnen die Augen zu öffnen. Seid ihr Ordnung. Möge ihre Heiligkeit über sie wachen.
Kontrolle über diese Einrichtung übernommen. Schau an die Decke, während ich den Strom kappe. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Das ist eines der Subjekte. Unsere Feinde. Nicht nur die Schallbarriere. Er kann uns sehen. Was glauben Sie, wird er tun? Welches ist es? D03. Ich hatte noch keine Zeit, die Akte zu lesen. Vielleicht sollten wir gehen. Nicht solange das Sicherheitsnetz nicht funktioniert. Hier sind wir gut aufgehoben. Hoffen wir, dass er Sinn für Humor hat. Du hast das Labor bereits gesehen, also schadet es nichts, wenn du ein paar Biomodifikationen installierst. Du wirst sie brauchen. Modifikationseinsätze übertragen Stämme von Nanitsamen in Subregionen deines Körpers. Du musst jeden Substamm für eine bestimmte Fähigkeit konfigurieren. Die Aktintreiber in deinen Beinen können beispielsweise deine Geschwindigkeit erhöhen oder deine Schritte dämpfen, aber nicht beides. Für ein Seminar über meine Biomodifikationsarchitektur ist es etwas spät. Das Tarsus-Programm ist vielleicht unkonventionell, aber vertrau mir, wir kümmern uns um unsere Rekruten. Die Leute, die Tarsus angreifen, sind sie auch für Chicago verantwortlich? Was ist hier los? Der Orden ist ein intoleranter Kult. Sie hassen multinationale Gesellschaften und die privaten Sicherheitskräfte, die diese beschützen. Also mich. Genau. Aber ich glaube nicht, dass sie etwas mit Chicago zu tun hatten. Sie sind eine weltweite Organisation, keine Bande von Terroristen. Das sehe ich nicht so. Viele Organisationen würden uns gerne scheitern sehen. Mehr musst du im Moment nicht wissen. Warum sollte ich jemandem trauen, der mich in meiner eigenen Wohnung überwacht? Wir halten unsere Operation nicht ohne Grund geheim, Alex. Du wirst nicht alles erfahren, solange noch die Gefahr besteht, dass du in Gefangenschaft gerätst. Installier jetzt deine Modifikationen und verschwinde. Um sie von der Tyrannei von Tarsus zu befreien und ihnen die Augen zu öffnen.
Gut gemacht. Viel Spaß. Obwohl sie mit normalen Energiezellen laufen, sind deine Systeme sehr viel effektiver als herkömmliche piezochemische Systeme. Geh jetzt runter auf die Straße. Der Aufzug auf dieser Ebene arbeitet mit dem Zugangscode des Labors. 3445. Die Terroristen haben unser Sicherheitssystem umprogrammiert. Und mit den Geschützen da oben ist nicht zu spaßen. Wir sind also hier gefangen, während der Orden da draußen Wissenschaftler ermordet. Es muss doch einen Weg geben, diese Kamera auszutricksen. Wenn Sie sich an der Kamera vorbeischleichen oder sie mit EMP ausschalten können, ist alles in Ordnung.
Sobald die Kamera aber ein Ziel erfasst, eröffnet das Geschütz das Feuer. Klingt kinderleicht. Kommen Sie mit? Ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber Sie wurden für solche Fälle ausgebildet. Ich soll einfach nur unauffällig Schüler beobachten und mir Notizen machen. Ich hoffe natürlich, dass ich gerettet werde. Aber Sie müssen auf jeden Fall hier rauskommen. Okay, ganz wie Sie wollen. Verhaltensweisen unserer Wissenschaftler vor. Die Quartiere werden überwacht, um sicherzugehen, dass unsere Rekruten nach den Infos... ...kein abnormales Verhalten zeigen. Sie sind vermutlich der Kapitän, der mit seinem Schiff untergeht. Sagen wir es mal so. Wir werden diesen Fanatikern unsere Forschung nicht kampflos überlassen. Da tut sich was. Noch ein Trupp Terroristen. Wo? Direkt unter uns. Sie durchsuchen die Apartments. Sind Sie sicher, dass Sie hierbleiben und kämpfen wollen? Sollten unsere Feinde diese Einrichtung einnehmen, entdecken sie das Geheimnis ihrer Entstehung. Sie sind unser lebender Beweis. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Leiche in Ihr Schlachthaus schleppen. Sie haben doch die Kampfausbildung. Bitte kümmern Sie sich um die Eindringlinge, bevor Sie meinen Kollegen und mich töten. Dient diese Einrichtung nur dazu, uns zu beobachten? Die Rekruten? Saß ich in Chicago auch so auf dem Präsentierteller? Die Biomodifikation ist komplizierter, als Sie denken, Alex. Diese Einrichtung diente Ihrem Schutz. Sie kennen meinen Namen. Ich weiß noch viel mehr. Immerhin soll mein Code die Proteinsynthese in den Zellen Ihres Körpers regulieren. Hey! Wenn du etwas siehst, schieß einfach. Willst du dich mit mir anlegen? So einfach ist das nicht.
Der Orden hat unser Sicherheitssystem umprogrammiert. Wir sitzen hier fest, wenn wir nicht an dieser Lichtschranke vorbeikommen. Was macht sie denn? Alarm auslösen? Soll das ein Witz sein? Das hier ist ein streng geheimes Labor. Das sind Goldstrahlen. Die setzen sie innerhalb einer Viertelsekunde außer Gefecht. Gibt es einen anderen Weg nach draußen? Ich schätze, dieser Raum hat eine Deckenlüftung. Aber das hilft mir nicht viel. Ich habe Klaustrophobie. Wenn Sie ein Multitool haben, können Sie versuchen, das Steuerungselement neben der Lichtschranke zu hacken. Oder Sie schalten es mit einer EMP-Waffe aus. Oder, das könnte auch funktionieren, Sie sprengen das Ding einfach mit einer Granate in die Luft. Rote Strahlen lösen den Alarm aus. Grüne aktivieren Gasbomben. Das Licht ist holographisch und dient nur dazu, den Eindringlingen Angst zu machen. Die Laserstrahlen selbst sind massiv. Letzte Chance. Ich warne. Der Killer muss in der Nähe sein. Thank you.
Wachen steht Ihnen bei. Gehen Sie. Sie sind frei. Wer sind Sie? Ich bin Lin Mai Chen, die hohe Augurin Ihrer Heiligkeit. Wir können Sie in Upper Seattle nicht beschützen. Kommen Sie zu unserer Kirche, dort können wir reden. Beschützen vor wem? Dr. Nassif. Sie wird versuchen, Sie wieder gefangen zu nehmen. Niemand hat mich gezwungen, an dem Programm teilzunehmen. Nur weil Sie nie versucht haben, es zu verlassen. Glauben Sie mir, Sie wären längst tot, wenn Sie diese Wissenschaftler enttäuscht hätten, die rund um Ihr Schlafzimmer postiert sind. Bis jetzt sind Ihre Truppen hier die einzigen Mörder. Sie müssen entschuldigen. Mein übereifriger Captain hat seine Befehle missachtet. Er sollte eine Rettungsaktion durchführen. Sie haben Ihre eigenen Leute nicht unter Kontrolle? Die Kirche hat mit internen Streitigkeiten zu kämpfen. Ich kann Ihnen später alles erklären. Beeilen Sie sich, Alex. Sie finden uns in der alten Hartford-Turbinenfabrik in Lower Seattle. Sir, das ist weit genug. Bleiben Sie vom Kontrollpunkt weg. Was soll das? Warum werde ausgerechnet ich verhört? Ich bin eben einem Angriff auf Tausus entkommen. Überlassen Sie der WTO die Handhabung dieses Vorfalls. Beantworten Sie einfach meine Fragen. Für wen arbeiten Sie? Alle nicht-enklavischen Arbeiter müssen dieses Gebiet räumen, bis das Sicherheitssystem wieder funktioniert. Alles unter Kontrolle. Weitergehen. Bist du sicher? Positiv. Okay, Sie können passieren. Aber Sie haben Befehl, sich sofort am WTO-Flugterminal bei Chief Morgan zu melden. Gehen Sie von Tarsus aus um die Ecke. Bleiben Sie auf dem oberen Bürgersteig und folgen Sie den Schildern zum Metroaufzug. Stimmt was nicht? Gehen Sie einfach weiter, damit wir das Gebiet abriegeln können. In der WTO-Enklave sind Sie sicher. Egal, was Sie tun, fahren Sie nicht mit dem Inklinator nach Lower Seattle. Da wimmelt es nur so von Ordensterroristen. Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Person haben? Ich suche nur nach Gesichtern. Man hat mir nicht gesagt, was Sie angestellt haben. Ich bin mir sicher, dass Chief Morgan weiß, was sie tut. Was soll das heißen? Ich habe nichts getan. Erzählen Sie das, Chief Morgan. Ja, erzählen Sie das, Chief Morgan. Den Kontrollpunkt hättest du geschafft. Gut. Und jetzt vergiss alles, was dir diese Trooper erzählt haben. Ich vertraue der WTO kein bisschen mehr als Tarsus. Und wenn du noch mehr Beweise für die Heimtücke des Programms brauchst, schau mal in Nassifs Apartment vorbei. Ich habe ihre Adresse in ihrem Büro gefunden. Sie wohnt in Apartment 2224 Emerald Suites. Ich schicke dir eine Karte des Gebäudes. Solange es noch geht. Die WTO könnte Sie jeden Moment verhaften. Sie erreichen die unteren Bezirke über den Inklinator im Nordwesten der Enklave. Entschuldige. Hey du, komm her. Warum? Wohnst du hier? Ich bin zum ersten Mal hier oben. Wo kann man hier gut einkaufen?
Ganz cool, Red. Mr. P hat gesagt, wir sollen nicht auffallen. Bist du taub? Ich hab gesagt, ich will so ein Lederoutfit wie du haben. Komm schon, Mann, lass das. Warum musst du jedes Mal durchdrehen, wenn wir einen Job kriegen? P hat gesagt, wir sollen hier warten. Okay, und jetzt will ich einkaufen. Das Einzige, was ich mir nicht leisten kann, ist so ein schickes Outfit. Tja, und da kommst du ins Spiel. Du hast dir das falsche Opfer ausgesucht, Blödmann. Blödmann? Hast du das gehört? Er hat Red Blödmann genannt. Vielleicht war dein Großvater ja ein Blödmann. Aber ich wette, dass du noch nie gegen jemanden wie mich gekämpft hast. Was ist los? Hat's dir die Sprache verschlagen? Ich nehm's nicht zurück, wenn du das meinst. Überleg dir das lieber. Red meint's ernst. Er ist zäher als ein Greasel Pit-Kämpfer. Könnt ihr vielleicht alle mal die Fresse halten und Verstärkung holen? Kommen wir zur Sache! Willst du mich töten? Ich glaube nicht, dass ich sie kenne. Tag für Tag.
Tag erreichen mich neue Gerüchte aus der Medina. Fanatiker des Ordens wollen die Enklaven zerstören. Terroristen planen Angriffe. Der Orden und die WTO führen einen endlosen Krieg. Das neue Gesicht des Hasses. Sie nennen sich die Tempelritter und behaupten, von Hugues de Pin und dem Tempel des Solomon abzustammen. Sie sagen, dass ihr Krieg modifiziert Menschen ein Krieg gegen Ungläubige sei. Wenn der menschliche Körper ein heiliges Buch ist, dann hat keine Organisation mehr Schrift verbrannt als die Tempel. Mein Geschäftsplan sieht keine Terroranschläge vor. Ich schätze, das Geschäft läuft wegen des Terroranschlags nicht besonders. Möglich. Clive hat's mir gerade erzählt. Tarsus Akademie, stimmt's? Normalerweise interessiert sich der Orden für den Inklinator. Das Geschäft läuft wie immer. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier oben kann man kaum Profit machen, weil die Mieten sehr hoch sind. Ja, ich müsste nicht mehr so hart schuften, wenn ich eine Zweigstelle in Lower Seattle hätte. Warum fragst du? Bin nur neugierig. Das Pequod's in meiner Heimatstadt war immer voll. Ich finde, es ist an der Zeit, dass Lower Seattle und vor allem Queequecks erkennt, was Terror bedeutet. Was du nicht sagst. Denkst du an was Bestimmtes? Ich will ja nicht, dass jemand verletzt wird, aber wenn jemand ihren Bestand an Kaffeebohnen anzünden würde, das wäre schon was. Schön. Das ist Brandstiftung. Ach was, bist du auch so ein Tarsus-Freak? Die würden den Job übernehmen und eine Granate reinwerfen oder so. Na, wie wär's mit einem kleinen Abenteuer? Ich überleg's mir. Der Chef des Queequecks wohnt in Apartment 21 im Herons Loft-Gebäude. Dort findest du sicher den Zugangscode für seinen Laden, aber pass auf. Der Kerl ist ständig zu Hause, weil er nicht rund um die Uhr öffnen muss.
Diebe nach... Na, verpasst du noch ein paar Söldner in der Gehirnwäsche? Wie meinen Sie das? Ich rede von den Angriffen auf Tarsus. So geht ihr also vor, wenn die Leute sich nicht für eure Predigten interessieren. Ihr ermordet sie? Bruder Lamar hat mit mir gesprochen, als er die Enklave betreten hat. Er und seine Suchenden sind Gefolgsleute ihrer Heiligkeit. Sie würden ihre Hände nur zum Kampf heben, wenn sie dazu gezwungen werden. Predige ruhig weiter. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Möge ihre Heiligkeit über sie wachen. Ich war einst genau wie du ein gedankenloser Konsument. Aber du hast immer gefühlt, dass etwas fehlt. Schließe dich dem Orden an und ihre Heiligkeit wird dir helfen, es zu finden. Dein Leben ist aus dem Gleichgewicht. Zu sehr ausgerichtet auf Objekte und Erwerb. Hier ist Chief Morgan. Hatten Sie nicht den Befehl, sich am Flugterminal zu melden? Aber gut, tun Sie uns einen Gefallen. Der Kultusminister wohnt in diesem Penthouse. Wir glauben, dass er sich als Schmuggler ein kleines Zubrot verdient und gegen die Exportbestimmungen der WTO verstößt. Suchen Sie in seinem Apartment einen Tresorraum mit Schmuggelgut. Sind Sie neu hier? Ich kenne Sie nicht. Ich sehe mir nur Upper Seattle an. Hey! Viele Leute kommen mit großen Hoffnungen hierher. Als ich meine Arbeitsgenehmigung in der Tasche hatte, dachte ich, das wäre der erste Schritt, ein Bürger der Enklave zu werden. Das war vor 8 Jahren. Seitdem sitze ich hier fest. In meiner Schicht passiert garantiert nichts. Dr. Nassifs Wohnung gefunden. Ich bin gespannt, was du rausfindest.
wieder zur Schule ginge. Durchsuche Nassifs Apartment. Vielleicht hat sie einen Data Cube oder so. Was soll das alles? Ich wollte, dass du siehst, wie korrupt dieses Programm ist. Wir waren nie ihre Protégés. Wir sind Versuchstiere. Deshalb habe ich mich dem Orden angeschlossen. Es ist also dein Ernst. Du wendest dich von Tarsus ab, um dich dieser Kirche anzuschließen. Woher weißt du, dass du denen trauen kannst? Sie haben immerhin die Apartments angegriffen. Ich habe mich mit der hohen Augurin Lin Mei Chen unterhalten. Während des Angriffs ist einiges schiefgelaufen, aber sie haben ihre Hauptziele erreicht. Sie wollten uns zeigen, was hinter den Kulissen abläuft, und sie haben uns befreit. Du solltest ihnen danken. Danken? Schiefgelaufen? Die haben auf uns geschossen. Wir wissen nicht, was schiefgelaufen ist, aber einige radikale Zellen innerhalb des Ordens fordern seit langem extreme Maßnahmen. Aber das ist nicht die Ideologie des Ordens an sich. Wir waren 13, als wir mit dem Programm angefangen haben. Warum wirfst du jetzt einfach alles weg? Was hat der Orden schon zu bieten? Sie möchten, dass wir alle ein Leben im Gleichgewicht führen. Und das ist nur möglich, wenn wir nicht geheimen Experimenten ausgesetzt sind. Wir haben Tarsus viel zu verdanken. Vielleicht sollten wir ihnen eine Chance geben. Sei nicht naiv. Durchsuche Nassifs Apartment und komm dann in das Hauptquartier des Ordens. Es ist im alten Hartford-Lagerhaus in Lower Seattle. Dann wird dir alles klar. Mark Finlay, dem Kultusminister von Seattle. Warum sollte er sich mit Nassif über eine geheime Lieferung unterhalten? Ist Tarsus vielleicht in irgendein Schmuggelgeschäft verwickelt? Thank you.
Eindringling wahrscheinlich. Sieht einer aus. Hallo. Guten Tag. Und los geht's!
Identifiziert.
Ach, Sie schon wieder. Willkommen im Vox Club. Wir haben die neueste Engie Resonance Simulation, die beste Musik und sogar einen VIP-Club für intimere Treffen. Den Eintritt für den Hauptclub zahlst du hier. Was ist an diesem Club eigentlich so toll? Neben den üblichen Angeboten haben wir im zweiten Stock die neueste Engie Simulation. Der Besitzer ist normalerweise oben, weil er von dort alles im Blick hat. Wenn du etwas mehr Privatsphäre willst, solltest du ihn auf den VIP-Club ansprechen. Die Treppe nach oben ist gleich hinter dem Eingang auf der rechten Seite. Danke.
strebe nach einem höheren Weg. Suche die Ordnung. Schließe dich uns zum Gebet in der Hartford-Turbinenfabrik in Lower Seattle an. Jeder ist willkommen. Neuer Preis. Fünfmal so hoch wie der alte. Fünfmal so hoch? Das ist heftig. Aha. Ein Metropass, bitte. Hier. Danke. Einen Bonus? Sie verlangen von mir, dass ich für ein paar Credits in eine Giftwolke laufe?
Tut mir leid. Der Inklinator ist außer Betrieb, bis die Toxine beseitigt sind. Haben Sie keine Arbeiter oder Bots, die sich darum kümmern können? Ein Nanoforming-Bot. Aber der letzte Notfall ist so lange her, dass er eingerostet ist. Unglaublich, dass jemand versucht hat, diesen Giftmüll an uns vorbeizuschmuggeln. Kann man ihn nicht reparieren? Der Einzige, der den Code für den Schrank des Wartungsbots hat, sitzt auf dem anderen Bahnsteig fest. Wir haben auch ein Reinigungssystem. Und den Code kenne ich. 4781. Aber der Fernzugang ist defekt. Ich versuche schon, einen dieser Idioten zu überreden, auf dem Balkon den Hauptschalter zu drücken. Aber die haben Angst vor der Giftwolke. Wir lassen uns nicht zwingen, unser Leben zu riskieren. Sie können uns nicht feuern, nur weil wir gesunden Menschenverstand haben. Ich habe nie gesagt, dass ich sie feuern will. Ich habe nur gesagt, dass wir wegen der Sache Geld verlieren und ich danach vielleicht jemanden entlassen muss. Okay. Jedenfalls hoffe ich, dass ich jemanden finde, der etwas mehr Mumm in den Knochen hat als diese Kerle. Schließlich ist mir die Sache ein hübsches Sümmchen wert. Sollten Sie es schaffen, sagen Sie Bescheid, damit ich den Betrieb wieder aufnehmen kann. Bis dahin kommt man nicht nach Lower Seattle. Du bedrängst mich. Hoffentlich ist Mathers okay. Wir brauchen ihn, um den Wartungsbot zu aktivieren. Aber wenn er durch die Wolke geht, könnte er draufgehen. Der Inklinator ist wegen eines Giftunfalls außer Betrieb. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Ich habe mich mit der Leiterin der Anlage unterhalten. Ich weiß also Bescheid und will mir ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen, bevor ich hier aufräume. Die Leiterin dieser Anlage ist überhaupt nicht befugt, jemanden da reinzuschicken. Die WTO hat die Situation unter Kontrolle. Da draußen patrouillieren Bots, die ich nicht umprogrammieren kann. Wir können also nicht für ihre Sicherheit garantieren. Sie lassen mich also nicht rein? Ich halte sie nicht auf, aber ich kann nicht für ihre Sicherheit garantieren. Ich würde mich mit diesen Bots ja nicht anlegen. Es sei denn, sie haben ein paar EMP-Waffen. Ich wollte mal einen Bot mit einer Schrotflinte erledigen. Ging ziemlich daneben. Perfect.
Ausweichtaktik.